So, dann mal raus hier und die nächste Herberge aufgesucht. Oh. Pfeile haben wir noch genug. Ja, 26, 31, das sollte reichen. Die Herberge Warnheim. Wir würden gerne erstmal Tanilien essen. Zumindest die Zauberkundigen. Ich glaube, irgendjemand hat jetzt doppelt gegessen. Aber das schadet schon nicht. So. Sonst sieht das eigentlich recht gut aus. Oh, Mürrum ist sogar noch voll. Das heißt, eigentlich ist nur Talana jetzt wichtig. Die probiert mal zu meditieren. Wir nehmen eine Suite für, sagen wir, 2 Nächte. Und Talana meditiert für 10 Lebenspunkte, die sie hoffentlich gleich regeneriert hat. Wow, das war knapp. Gucken wir mal, wie viel dabei rumkommt. Also voll, 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 voll. Fast voll, fast voll. Naja, geht besser. Aber es dürfte auf jeden Fall reichen. So, wie schauen unsere Taschen aus? Wir können ein wenig Proviant verteilen, obwohl jeder hat mindestens eins. Das reicht ja schon fast. Und ich sehe jede Menge leere Felder. Da kann ganz viel Beute rein. Sehr schön. Wie schaut es mit Zaubertränken aus? Ah, alle noch in Vorbereitung. Wir haben bisher keine verbraucht. Ja, das müsste reichen. Also, raus hier und ab nach Despota. Oder war es das Despota? Das Despota. Und der Hinweis war 10 Meilen hinter Rybon. Das Despota-Schatz. Wo ist Rybon? War Rybon hier oben? Ja. Und sie kam von das Despota. Also ist da in der Ruine der Schatz? Das wäre ja praktisch. Aber gehen wir erstmal zurück nach das Despota. Den Jäger grüßen wir und ziehen weiter. Und wir gewaltmarschieren weiter. So. Können wir jetzt nochmal da oben in diese Kammer einbrechen? Jetzt habe ich auch keine Skrupel, das mitzunehmen. Armbrust, Armbrust, Schild, Schild, Laterne und Öl kann da bleiben. So, das war Haus Nummer 1. Hier sind verdächtig viele Heiler. Landratten werden gehängt. Okay. Sonja, hallo Sonja. Die Luft im Gans in rot gehaltenem Empfangsraum ist geschwängert von schweren Düften. Na, ich weiß, wo wir gerade reingestolpert sind. Auf einem runden Sofa in der Mitte sitzen 4 leicht bekleidete Damen und sehen euch verwundert an. Eine 5. Frau kommt euch entgegen und fragt mit hochgezogenen Brauen, was kann ich für euch tun? Offensichtlich eine ganze Menge. Nein, mit so einer gemischten Gruppe wäre es doch ein wenig komisch, in ein Bordell zu gehen. Ich glaube, hier sind wir falsch. Obwohl, die hatten bestimmt jede Menge Informationen. Offensichtlich eine ganze Menge. Meine Mädels haben wirklich eine Menge zu bieten, aber ich bezweifle, dass sie das ausgerechnet euch zeigen werden. Sie haben schließlich auch ihren Stolz. Was zur Hölle? Das ist aber sehr unfreundlich für eine Bordellbesitzerin. Schämen sie sich ihres Aussehens so sehr? Also wir könnten jetzt versuchen, auch die zu provozieren und dann eine Schlägerei anzufangen, was bestimmt sehr ulkig aussehe. Aber eigentlich wollte ich gar nicht die Frauen da bezahlen für Sex oder sonst irgendwas. Ich wollte Informationen haben. Dann beleidigen wir sie halt. Es ist zwar kaum vorstellbar, dass meine Mädels mit euch Schwierigkeiten haben werden, aber vielleicht bekommen doch mal eine einen Kratzer. Und so etwas ist schlecht für das Geschäft. Während dieser Worte zieht sie an einer Kordel und 3 bewaffnete Stürmen in den Raum. Okay. 3 Streuner und die greifen gleich Talana an. Da weichen wir erstmal aus. Ich will meine Astralenergie ein wenig einteilen. Abwarten. Und warum Gegenstand wegwerfen? Das ist jetzt komisch. Du hast nur noch einen Bewegungspunkt? Oh, sie hat wahrscheinlich viel zu viel Proviant gefunden. Ah.
abwarten. Genau, ich habe vergessen, nach dem Plündern das Inventar auszusortieren. Und es sind 4 Streuner. Du gehst mal dahin. Du hierhin. Und schau mal, wie zäh die Schläger denn sind. Oh, Trick steht ganz doof. Komm mal hier hin. Ich hoffe mal, das werden nicht mehr. So, du haust den da erstmal in die Seite. Aggressiv. Du schießt auf den. 5 Trefferpunkte. Gegenstand wegwerfen. Proviantpaket. Wie viele Proviantpakete soll ich wegwerfen? Ich weiß nicht, wie viele du hast. Also weiß ich nicht, wie viele du wegwerfen kannst. Sagen wir mal 8. Du stellst dich dahin. Du stellst dich dahin, nur für den Fall, dass du doch zaubern musst. Abwarten. Und warum können die mal zweimal schießen? So. Das waren 8. Die hatte vorher 4, also schon bei 12 Trefferpunkten. Ich denke mal, die werden auch so um die 20 rum haben und du stehst unpraktisch. Aber wenigstens kannst du dich bewegen. Das ist schon mal gut. Ja, doch, langsam läuft's. Wenn jetzt noch einer von denen umfallen würde, als Zeichen, dass sie nur mittelmäßig viele Trefferpunkte haben, wäre es noch besser. Du machst nix. Alte Option. Alte Option. Das ist echt praktisch mit der Tastatur. Man muss da nur kurz Pfeil nach oben und alte Option machen und schon ist der nächste dran. Alte Option. Ist dann fast so schnell wie Computerkampf. Aber auch nur fast so schnell. Ich könnte zwar jetzt wechseln, aber ich will nicht schon wieder, dass die Elfen in Nahkampf gehen. Spar zwar Pfeile und... Oh, der erste flieht. Schön, schön. Du gehst mal dahin. Du gehst mal so, dass die Elfen draufschießen können. Blockierst du zwar Talana, aber die ist momentan ja eh nur in Reserve. Das passt schon. Ja, da drauf. Der hat geschrien wie Mädchen. Aber Hauptsache er ist tot. Du gehst dahin. Dann können wir gleich mal gucken, was für Beute wir in dem Bordell gemacht haben. Ja, da fehlt ein Bewegungspunkt. Der müsste eigentlich auch schon langsam fliehen. Komm schon, Terek, bring ihn zum Fliehen. Du gehst dahin. Und du gehst nicht mitten in den Weg. So. Schön. Abwarten. Komm schon. Direkt. Nö. Da müssen wir wieder die Elfen herhalten. Oder? Gerogon? Oh ja, schöner Treffer. Aber hat nicht gereicht. Mürrem. Na also. Du läufst dahin, auch wenn es sich wahrscheinlich gar nicht mehr lohnt. Ah, stopp. Escape. Du bewegst dich einmal so rum. Und haust von hier. Terek läuft Gerogon für die Füße. Gerogon läuft Terek vor die Füße. Du läufst gar nicht. So, jetzt kesseln wir den schön ein. Dann gucken wir mal, was es so an Beute gibt. Auch wenn ich mir nicht wirklich große Hoffnung mache. Obwohl, ein Bordell in einer Piratenstadt... müssten gut Umsatz machen. Ah, du gehst mal dahin. Und du dahin. Hat er kaum noch Weg, um zu fliehen. Schön, schön. Du wartet ab. Und ihr macht eure alten Optionen. Du schießt auf ihn und... Nö. Reicht nicht.
Komm schon, die letzten Gegner. Stirb. Ein Trefferpunkt. Warum hat Tirik jetzt nicht zugehauen? Oh, komisch. Oh, ich denke mal, jetzt wird er fliehen. Oder auch nicht. Schön, schön. Rapier, Rapier, Rapier. Weinflasche und Dolch nehmen wir nicht mit. Und 90 Abenteuerpunkte. Schöne Sache. Wir haben 5 Roben, 5 Goldschmuck. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Flöte, ein Messingspiegel und die Roben. Ich weiß nicht, wie viel die Roben wert sind, aber wir nehmen sie einfach mal mit. So. Ja, das macht ja richtig Laune hier. In jedem Haus ist irgendetwas, was man plündern kann oder mit dem man sich anlegen kann. Und die sind hier alle nicht besonders freundlich, also habe ich da kaum Skrupel. Aber jetzt sollten wir erstmal die Belastung ein wenig ausgleichen. Das war zu viel. Das wäre auch zu viel. Ja, definitiv keine Schuppenpanzer. Nö, das war's schon wieder mit Ballast. Das ist doch wirklich ärgerlich. Okay, wir kommen mit 3 Bewegungspunkten klar. Aber es bedeutet, dass wir noch weniger Beute machen können, falls wir jetzt irgendwas Wichtiges finden. Ja. Was aber wichtig ist, ist, dass Talana... Genau, Talana muss Platz bekommen. Eine Robe. Wir können aber nicht gucken, wie viel die wert ist. Na gut, muss weg. Sie muss noch 105 Unzen loswerden. Eine Hacke hat Gero... Quatsch, hat jemand anders noch eine? Nein, es ist die einzige Hacke der Gruppe. Dann machen wir es anders. Girugon gibt jetzt einen von den Zetteln einfach ihr. Nö, schade. Ich wollte es so machen, dass Girugon belastet ist, weil Girugon braucht auch nicht mehr als 3 Bewegungspunkte. Aber das klappt nicht wirklich. Na gut, mehr Roben wegschmeißen. Und das sind richtig, richtig schwere Roben, weil eben gerade fehlten noch 105 oder so. Und jetzt ist sie schon wieder 95 im Positiven. Ja. Kuriose Roben. Was geben wir jetzt nochmal ab? Ein Rezept, das fast gar nichts gewogen hat. Und 53 Danielen. Ja, ist doch ein wenig viel. Und sie hat viel zu wenig Körperkraft. Das muss definitiv bei ihr auch gesteigert werden. Mürrum kann auch nicht zaubern. Armbrust wegwerfen. Ja, wirklich. Tut mir zwar leid, aber wir müssen zaubern können, falls es hart auf hart kommt. So, was kannst du nochmal wegtun? Eine Robe. An. Sie kann auch genug tragen, oder? Nein, kann sie nicht. Okay, schmeiß auch die Robe weg. Weh, die sind jetzt richtig was wert. Das wäre schade. Immer noch überlastet. 21 Punkte. Ess einfach mal deine Ration. Ein Punkt. Wollt ihr mich veräppeln? Komm, Tanele. 2. Die sollten wir alle nochmal zusammentun. So, 5 Punkte, 5 Punkte, 5 Punkte, 5 Punkte, 5 Punkte. Schön. Raus hier. So, gab es hier drin einen Tempel? Ich denke mal nicht. Aber praktisch wäre es schon, denn ich würde ganz gerne abspeichern. Nee, sieht nicht gut aus. Na gut, dann machen wir das anders. Wir reisen jetzt zurück nach Norden. Norden. Das ist doch der Nordausgang. Nehmen wir halt den. So, nach Rübern. Die ganze Nacht durchgereist, ist ja auch okay. So. In Rübern gab es eine Gaststätte, aber... Ah, da ist ein Tempel. Aber leider kein Waffenhändler. Oder irgendein Händler. Aber wir können gleich hinter Rübern gucken, wo jetzt der Despoter-Schatz ist.
So, speichern. LP 42. Und wir sehen uns gleich wieder.